Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park mit der guten alten Mirion. Hallo. Wieso alt? Nein, das war nicht auf dein Alter bezogen. Das war auf gute Alte, you know. Das darf man Frau nie sagen. Genau, wir haben fleißig weitergearbeitet. Wir haben nämlich das T-Rex-Gehege soweit umzäunt und Miriam, und ich habe ihr ein bisschen dabei geholfen, hat die Besuchergalerie fertig gemacht. Ich würde sagen, ich fliege jetzt einfach mal hoch und präsentiere euch das Ganze, wie das aussieht. Ziemlich cool aus. Also wir haben den Zaun komplett rumgezogen. Und ihr seht schon die Besuchergalerie. Wir haben es versucht, so gut wie es geht, an das Original ranzubringen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Also ich bin sehr beeindruckt davon, Miri, was du da geleistet hast. Sehr, sehr nice. Das ist übrigens jetzt das Gehege von der Größe. Da hinten endet das Ganze an einer Klippe, die jetzt erstmal so noch relativ künstlich aussieht. Aber die werde ich noch besser machen, weil wir werden da oben ja auch noch irgendwas hinbauen. Aber dazu kommen wir später. Ja, der Zaun ist jetzt einfach so durchgezogen worden, wie wir den beim letzten Mal begonnen haben. Und ich würde sagen, wir sind alle gespannt auf die Besuchergalerie. Miri, präsentiere sie uns. Let's go. Wo bist du? Ich soll die präsentieren. Ja, sicher. Also wir schauen uns das ganze Ding jetzt erstmal an. Von vorne sieht das Ganze so aus. Von oben, da hat es auch diese vier Dachdinger, die es auch in echt hat. Dann diese Streifen da drin. Also Miri hat echt versucht, so viele Details, wie es geht, da reinzubringen. Und ich finde, das ist echt cool geworden. Ja, von vorne, da ist nochmal so eine kleine Beschreibung für den Tyrannosaurus. Wie groß der ist, Länge, Gewicht, dann was er war und sowas. Weil ja in dieses Gehege der Tyrannosaurus Rex im Endeffekt kommen soll. Normalerweise hängen hier nämlich solche Random-Bilder in Jurassic World Evolution. Dann hat sie hier noch Banner gebaut, den Eingangsbereich, schöne Beleuchtung. Die Beleuchtung können wir uns gleich auch nochmal im Dunkeln angucken. Ansonsten machen wir eine Begehung. Ja, der Innenraum davon, den kann man ja gestalten, wie man will. Ey. Okay. Und ich habe, ja, einmal so einen Infostand hingemacht. Ja, sieht sehr cool aus. Und dann rechts und links jeweils zwei Aufzüge, die dann entweder in die erste oder in die zweite Etage draußen führen. Ja, das werden wir gleich machen. Hier hängt übrigens immer das Jurassic Park Logo, finde ich auch sehr cool. Und da oben ist ja sogar ein Kronleuchter. Sehr nice, I like it. Ja, fahren wir erst in die erste oder erst in die zweite? Eigentlich erst in die erste, ne? Ich gehe mal in den Aufzug und dann fahren wir mal hoch. Schauen wir uns das Ganze mal an, ich bin sehr gespannt. Ne? Ja. Ich bin sehr gespannt, erstmal kaputt machen. Wer ist denn das? Knopf, ne? So, fahren wir mal hoch. Da bin ich oben in der ersten Etage. Jetzt sieht man den Kronleuchter auch nochmal sehr, sehr gut. Die Miri, die cheatet. Und hochgeflogen. Ja, gehen wir mal raus. Bin sehr gespannt. Jetzt haben wir hier die erste Etage. Sehr nice. Was denn hier mit dem Zaun? Sollte der hier nicht bis zum Rand gehen? Achso, ja, weil es hier hinten auch noch. Es war wahrscheinlich aus Bauzwecken. Ja, ne? Weil, genau. Ja, okay. Also, der Zaun hier stellt das gelbe Geländer bei der Besuchergalerie bei. Oder da, bei. Und man hat wirklich eine sehr, sehr tolle Sicht auf das Gehege, wie ich finde. Also, ist dir echt gut gelungen, Miri. Mega nice aus. Und dann später da der Rex hier ist. Welche Höhe haben wir denn hier? Von den Blöcken her? Ich glaube, Höhe 4, ne? Vom Boden aus? Weiß ich nicht. Weil wir müssen ja bedenken, dass der T-Rex ja auch noch viel groß wird. Nicht, dass der hier die Besucher durchbeißen kann. Aber wenn das... Du hattest doch gesagt, dass das von der Höhe her passt. Ja, ich glaube schon. Ich glaube nämlich, dass es Höhe 4 ist. Wir können ja mal eben gucken. Das kannst du doch mal. Ja. Ja, Höhe 4. Also der soll ja nur 4 hoch werden. Dann hoffen wir mal, dass er nicht so hoch beißen kann. Ansonsten müssen wir halt mal gucken. Wir müssen ja sowieso noch mal gucken mit dem Rexy, mit den Elektrozäunen, ne? Aber gehen wir erstmal in die zweite Etage. So, fahr ich mal hoch. Diesmal mache ich auch nichts kaputt. Tada! Oh, hier links ist auch noch was. Nee. Hier geht's hoch mit einer wunderschönen weißen Treppe. Dann geht's raus in die obere Etage. Und hier hat man natürlich auch nochmal eine sehr, sehr schöne Sicht auf das Gehege. Hätte ich nicht gedacht, dass man so eine gute Sicht hier hat von diesen Besuchergalerien. Aber ist echt nicht schlecht. Man sieht wirklich das gesamte Gehege. Kann wirklich jeden Winkel einsehen. Vielleicht nicht ganz, wenn man nach unten schaut, aber
Ansonsten ist alles abgedeckt. Mega nice. Also Miri, ich muss dich nochmal loben. Hast du wirklich toll gebaut. Du hast mir ja geholfen. Ja, ein bisschen. Das meiste hast du auf jeden Fall gemacht. Das Ganze natürlich wird wieder auf ihrem Kanal als Speedbuild erscheinen. Also da könnt ihr dann sehen, wie man das Ganze baut. Vielleicht könnt ihr es nachbauen und so. Der Link dazu ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Also checkt das mal ab. Ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir uns wieder an die Arbeit hier, ne? Mhm. So Leute, als nächstes steht auf jeden Fall an, dass wir hier das Gehege vom T-Rex gestalten. Und wir werden definitiv nicht so viel Berg hier einbauen und nicht zu viele Bäume. Weil der T-Rex, der steht, glaube ich, eher so auf Ebene und ja, nicht so verwucherte Sachen. Also ich denke mal, dass wir damit ganz gut fahren. Was für Bäume sollen wir denn hier reinmachen, Miri? Was meinst du? Dschungel vielleicht? Gibt es nicht einfach, mal, einfach mal was ausprobieren. Setzling, was gibt's denn hier? Schwarzeiche, Akazien, Tropenbaum, Birken, Eichen. Horsetail, was ist das denn? Tolle Horsetail. Das sind voll die interessanten Sachen. Hier gibt es auch noch mehr Bäume, aber das sind von Harvestcraft. Nimm mal Trope. Tropenholz. Dazu brauchen wir Knochenmehl. Gucken wir mal. Könnte man denn hier Bäume hinmachen? Machen wir mal hier einfach einen hin. Bin gleich mal gespannt. So, wie findest du die Bäume? Findest du die passend für das Gehege? Die sehen irgendwie sehr mickrig aus. Mickrig? Die sind doch schon voll hoch vom Stamm. Ey, wir können auch übertreiben und hier einen Riesenbaum reinmachen. So ist nicht, ne? Geht denn das? Ich glaube so, oder? Tja, und jetzt? Ja, das finde ich schon besser. Ja? Okay. Ja, man kann ja so eine... Guck dir mal den an dagegen. Also. Ne, du musst überlegen, ne? Also es ist schon... Der ist jetzt sehr, sehr hoch, der Baum. Aber ich weiß halt nicht, ob die Position von dem Baum jetzt so gut war. Es war jetzt eher so eine Präsentation. Ja, man könnte natürlich auch andere Bäume hier probieren. Aber ich weiß halt nicht, ob Dschungel so das Beste ist. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Tropenbaum heißen die. Oh, Trope. Wie sehen denn die anderen aus? Gucken wir doch mal. Fichte, Eiche. Gucken wir doch mal den Akazien, den großen, an. Könnt ihr ja gleich mit der Axt wieder abreißen, ist ja kein Problem. Vielleicht erstmal ein bisschen ausprobieren. Oh, hier gibt es gar keinen Viererbaum. Oh, die sehen aber cool aus, oder? Sind diese mit diesen... Könnten, glaube ich, richtig gut passen hier rein. Und diese flachen, weißt du? Diese Steppenbäume. Ich glaube, die passen besser. In Optik. Das Ding jetzt hier. Ja. Oh. Kannst du davon auch mehrere nebeneinander machen? Nee, leider nicht. Aber man muss ja auch nicht so übertreiben von der Größe. Können wir nochmal woanders machen. Vielleicht in dem Gehege, wo Brachios sind, weißt du? Mhm. Das passt da vielleicht besser, weil der T-Rex ist, glaube ich, relativ klein hier bei der Mod. Was sehr schade ist. Ich kann jetzt gerade nicht einschätzen, ob das hier genug Bäume sind oder nicht, aber ich denke mal schon. Sollte erstmal reichen. Können wir später sonst immer noch umgestalten. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt erstmal darauf gespannt, auf unseren T-Rex. Wollen wir den mal holen und ausbrüten? Was meinst du? Nee, ja, können wir machen. Sind wir schon so weit? Weil das Problem ist, wir müssen dann aus dem Dings-Mode rausgehen, ne? Weil er ist halt ein Fleischfresser. Ja. Das möchte ich schon so erleben, das Ganze. Aber wir brauchen erst noch Futterstationen. Ach stimmt, Fieder brauchen wir noch. Ja, ich würde sagen, wir machen mal eben Fieder und ja, dann holen wir den T-Rex und brüten den aus. Leute, es geht gleich los mit dem T-Rex, aber ich werde jetzt dem Rex hier nochmal eben einen Snack servieren, nämlich eine Kuh. Werde ich jetzt hier schön anleihen. Meinst du, der frisst das, Mirio? Wenn ich ihn hier eine angeleinte Kuh hinstelle? Ja. Bin sehr gespannt. Stell ihn da mal einfach hin. Bei Baby weiß ich nicht. Na gut, kann ja nicht schaden, wenn er die hat. Ne? Die Kuh wird ja, glaube ich, nicht verhungern. Das Gehege ist soweit auch vorbereitet. Hier sind jetzt Bäume drin, fliegen noch ein paar Blätter. Aber ansonsten passt das soweit schon. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Rexy holen und dann können wir ihn ausbrüten. Die essen auch vom Fieder.
Habe ich gerade gelesen. Okay. Aber so eine Kuh snackt er bestimmt auch weg, oder? Wenn ich ihn da anbinde. Gott, ich bin echt aufgeregt. Das ist unser erster Fleischfresser. So, Tyrannosaurus Rex. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir haben zwei Stück davon. Falls irgendwas schief geht, haben wir auf jeden Fall noch einen zweiten T-Rex. Also das passt soweit. Ich habe halt echt Angst, dass der T-Rex sich selber tötet an dem Elektrozaun, aber das werden wir dann rausfinden. Nicht anders. So, bist du einigermaßen ready? Ich fülle immer noch die Feder. Game Mode 0. Ja, reicht erstmal so, wie du es hast. Stell dich zu mir. Game Mode aus und dann geht's los mit der Action. Du willst ja keine Rüstung an, nichts, ne? Ich hoffe, der frisst uns nicht direkt. Wir können die übrigens erst tamen, wenn die ausgewachsen sind, ne? Oh, das heißt, wenn wir nah dran stehen, wird er nicht automatisch gezähmt? Nein. Eieiei. Du zähmst den, indem du den auf 4 HP runterschlachtest. Schlachtest? Ja. Eine Payas tötest du den halt, ne? Also. Oh nein. Das ist ja mega schwierig. Oh, es wackelt. Jetzt geht's los, Miri. Kriegen unseren ersten Fleischfresser. Oh. Alter. Schreien kann er aber schon wie ein Großer. Komm, Spiel. Wie laut der brüllt. Oh. Ich glaube, die haben das für Babys nicht angepasst. Ja, das glaube ich auch. Was hast du gerade das Dino-Buch dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Mm-mm. Aber er scheint es erstmal nicht anzugreifen. Doch, habe ich sogar. Ja, schau mal eben nach. Ist ein Männchen. Ein Männchen, das ist super. Eieiei. Immer aber komische Geräusche. Aber süß ist er. Ach, falscher Knopf schon wieder. Ja, doch, das stimmt. Bin sehr gespannt, wie er wächst. Und ob er uns dann angreift. Ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich schon. Willst du ihn gerade? Versuch's, ja. Ja, was heißt das? Man kann die Hand füttern. Aber zähmen kann man die erstmal, die groß sind, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, was wir damit machen können. Ich hoffe, der läuft nicht... Boah, der ist so laut, ne? Ich hoffe, der läuft nicht in den Elektrozaun. Wir müssen einfach warten. Bis er größer wird. Mhm. Also Miri und ich, wenn wir hier in diesem Gehege arbeiten, werden wir auf jeden Fall immer den Game-Mode ausmachen. Weil es halt ein Fleischfresser, ist gefährlich. Dieser Gefahr wollen wir uns stellen. Ne? Ja. So, hier geht's wieder raus. Und sobald wir hier raus sind, können wir auch wieder in den Creative-Mode gehen, weil wir werden jetzt noch ein bisschen weiterbauen. Und ich weiß noch gar nicht genau, was machst du denn jetzt erstmal, Miri? Wahrscheinlich erstmal Weg und so weiter, oder? Ja, wäre gut, ne? Ja. Ja, ich werde hier vorne mal den Weg weiterführen, weil ich wollte später ja hier oben drauf noch irgendwas bauen. Dafür müssen wir erstmal einen Weg hier zum Berg machen, weil ich in den Berg dann reingehen wollte und irgendwie so einen Tunnel oder so nach da oben bauen wollte oder sowas. Weiß ich noch nicht ganz genau. Aber es wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Okay, Leute, ich war gerade zu Hause und ich habe einen Schock bekommen, als ich auf unser Brachiosaurus-Gehege geschaut habe. Schaut euch das mal an, wie die sich vermehrt haben. Wir haben da drin jetzt 1, 2, 3, 4, 5 große. Oh mein Gott. Und ein Baby da hinten. Also die vermehren sich wie die Fliegen. Und das ist wirklich ein Problem, weil so viele Brachios können wir nicht gebrauchen, Miri. Wir brauchen irgendeine Lösung. Also... Keine Ahnung, entweder müssen wir die trennen, die Weibchen und die Männchen, weil die werden sich jetzt proportional immer schneller vermehren, ne? Weil es sind jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, was der Kleine ist, aber es sind 2 Männchen, die mit dem roten Kopf und 3 Weibchen ausgewachsen. Und ich will nicht wissen, wie schnell die Kinder kriegen können. Alle 5 Minuten. Ja, das hat alles passiert in der Zeit, wo wir die Galerie und so gebaut haben. Da ist ja viel Zeit vergangen auf dem Server und ja, da haben wir nicht drauf geachtet. Und jetzt haben wir das Problem... Also entweder trennen wir die irgendwie voneinander, was sehr, sehr schwierig ist, oder wir töten Männleins oder Weibleins, damit die sich nicht mehr weiter vermehren. Was meinst du?
Das klingt brutal, aber es wäre wahrscheinlich die bessere Alternative für uns. Was wäre denn, wenn... Also ein Männchen oder ein Weibchen würde ich schon noch leben lassen, weil wenn, dann... Oder willst du, dass sie sich nie wieder vermehren? Ah, stimmt, ja. Ist ja eigentlich praktisch, aber wenn wir die zusammen in einem Gehege lassen, dann, du siehst ja, wie die sich vermehren. Kann man die sterilisieren oder kastrieren oder sowas? Nee, ne? Glaube nicht, nein. Ja, das ist jetzt echt sehr, sehr schwierig, wie wir das jetzt handhaben. Was wäre denn, wenn wir zwei Weibchen killen und das, was ich getamed habe, bringen wir dann erstmal woanders hin? Ja, wollen wir es versuchen? Dann müssen wir provisorisch irgendwas anderes schnell bauen. Ja, können wir machen. Eine Maßnahme. Aber dann müssen wir erstmal die gekillt kriegen, ne? Also ich werde da jetzt mal reingehen mit einem Schwert und mal gucken, ob ich einen hacken kann. Du musst mir sagen, welchen ich hacken kann. Weil das mache ich auf jeden Fall nicht im Creative Mode. Schön, dass die alle so schön aufeinander hocken, ne? Welcher ist untamed? Der hier. Der hier, wo der Schwanz hier hinten ist bei mir. Ja, der hat auch nur noch eine Gesundheit von 31. Ist gut. Aber ich kann gerade nicht unterscheiden. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, ob die mich angreifen. Ja, der andere hat einen roten Dings. Ja, aber ich sehe die von hier unten nicht. Du bist oben am Fliegen. Wenn ich von oben runter gucke, sehe ich keinen roten Kopf. Ich sehe nur die Sonne. Immer noch der hier. Rechts von dir. Wo bist du? Ey, das ist voll verwirrend. Hier, der mit dem Schwanz hier. Ach, der. Jetzt dreht er sich um. Ja, aber ich kann den nicht schlagen am Schwanz. Ich den nicht geschlagen. Und der Körper, mit dem Körper steht er genau in dem anderen drin. Na. Okay, ich habe ihn geschlagen gekriegt. Nein, 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 das ist der Falsche. Das ist ein Männchen gewesen. Ja, keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich glaube, die haben mich gerade gegessen, kann das sein? Die haben mich aber instant gekillt, ne? Wir müssen das mit einem Bogen oder so machen. Also, die haben mich wirklich instant getötet. Die haben sich umgedreht und mich zerhackt. Ich hoffe, ich kriege meine Sachen jetzt wieder. Ja, die liegen dann noch. Aber wir könnten auch warten, bis es Nacht ist und wenn die schlafen, zuschlagen. Wollen wir das machen? Wäre vielleicht klug, oder? Ja, aber dann werden die doch auch wach werden und... Er ist frei! Machen, er ist durch das kleine Loch hinaus! Was? Ich glaube, der ist in Freiheit gerade, Miri, der eine. Und jetzt ist er wieder reingegangen. Der ist aber durch das Mini-Loch gekommen. Mach das doch mal zu. Ja, ich... Meinst du, ich rechne damit, dass so ein Riesending durch so ein kleines Loch kann? Ja, oder zumindest eine Tür dahin. Ja, ich dachte, ich kann da rein und raus, ohne dass da was passiert. Aber dass da so ein riesiger Brachiosaurus durch kann, ist ja komplett unlogisch. So. Was ist los? Haben sie sich hingelegt? Oh ja, perfekt. Aber noch nicht alle, ne? Da hinten stehen, glaube ich, noch welche. Ja, zwei sind, glaube ich, noch wach, ne? Ja. Welche sind denn die, die wir killen müssten? Ich habe jetzt auch noch Pfeile. Ja, ich... Das Dino-Buch müssen wir halt dran halten. Geh du mal lieber raus, ich beschieß den jetzt. Lass die Tür offen. Mach sie zu, wenn ich rausrenne. Der Pfeil macht gar keinen Schaden, aber er ist aufgewacht instant. Ich glaube, man kann die mit Pfeilen nicht abschießen. Aber er ist direkt aufgewacht. Na super. Damn, wie kriegen wir den jetzt weg? Oh mein Gott. Weiß nicht, ob wir das ohne Game Mode überhaupt schaffen können. Mach zu! Nein, nein! Warte, er ist raus, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Dann ist er schon mal weg. Zugekriegt. Ja, aber ist er schon mal weg aus dem Gehege, das ist doch gut. Verfolgt er mich? Oh Gott, der ist noch hinter mir. Oh nein! Ich sehe gar nichts. So schnell komme ich gar nicht hinterhergerannt. Oh. Ja. Alles klar. Der tötet uns mit einem Schlag. Ja, deswegen. Aber wir können ihn auch einfach jetzt auswildern und freilassen. Dann locken wir einfach die raus, die wir nicht brauchen, indem wir die einmal hauen, weißt du? Ja, aber die werden ja hier dann bei uns rumrennen. Das ja, ist vielleicht können wir die gut noch weiter weglocken oder so. Den noch weiter weg hier vorne. Ja, weil getötet kriegen wir den nicht. Der wird aber irgendwann verhungern, ne? Oder meinst du, der ernährt sich von selbst? Nee, der wird sich so ernähren können. Okay, lauf, 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 lauf. Ich sehe nur den Schatten hinter mir. Der zeigt über dir. Oh Gott. Renn!
Oh, ist immer noch da. Die Bäume hängen ihn nicht ab. Man kann den nicht abhängen. There's no chance. Alter, der glitscht halt einfach durch die Bäume und so durch. Aber wo ist denn die Peitsche? Jetzt ist der weit genug weg, glaube ich, ne? Ich bin gerade wieder rausgeflogen. Ach lol. Alle Brachios escapen. Oh nein! Ja, nur ich komme hier nicht raus. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ich komme hier nicht raus. Ja, dann lock ich die lieber. Komm, dann hau ich die und lock die erstmal raus. Komm, ich hab deine Glasscheibe kaputt gemacht. Ey, ne, das ist mir zu anstrengend, ehrlich. Ja, lass gut sein, ich lock die raus. Lass uns erstmal alles hier reparieren. Wieso ist denn jetzt hier noch ein Männchen draußen? Ich bin gerade wieder rausgeflogen. Vorne. Und dann genau in der Sekunde explodiert ein Creeper neben mir. Wow, ernsthaft? Ja, und der Dino ist weg. Ich weiß nicht, wo der ist. Wir haben hier ein Problem, Miri. Hier ist ein Untamed Brachio draußen. Männchen. Machen wir jetzt. Hey, wie konntest du den jetzt reiten? What the fuck? Indem ich ihn geschlagen habe. Ach, du bist jetzt schon Owner. Ja, fix. Ey, ich lock den jetzt durch die Tür rein, ey. Steh, geh mal runter. Du bist in den Sumpf. Ja, super. Panik! Kann mich nicht bewegen. Nach da. Und ich sehe auch nichts wegen diesem Brachio. Ich sehe nichts. Komm mal hin. Lauf. Brachio, stirb. Ganz ehrlich. Ich bin aber gerade im Game-Mode, ne? Oh, er hat's überlebt. Sehr gut, Brachio. Du bist ein guter. Brachio, ich lock den jetzt wieder rein. Ah, er ist wieder reingegangen. Perfekt. Guter Brachio. Der ist doch nicht drin. Doch, der ist drin. So Leute, wir haben jetzt hier erstmal was Provisorisches gebaut. Da werden wir jetzt das letzte Weibchen, was wir behalten wollen. Die anderen sind ja ausgebildet sozusagen. Das letzte Weibchen werden wir jetzt da reinlocken. Und dann haben wir nur noch zwei Männchen da drin und ein männliches Baby. Ich werde mich jetzt in die Hölle bewegen. Du musst gleich die Türen schließen, ne? Das hier, das Weibchen, ich kann es gerade nicht sehen, weil er so danced. Weil die Sonne so scheint. Hier rechts ist das Weibchen, ne? Nee. Das hier? Doch, ja, ja. Auf kleiner Dandy. Rennt dir nicht hinterher. Wieso nicht? Vielleicht, weil du den gezähmt hast? Gibt's doch nicht. Player nie genug vom Kämpfen. Ey, komm schon. Töte die nicht. Nein, ich töte die nicht. Frag mich ja, wie du hier rauskommst. Okay, du fliegst halt immer weg. Ich glaube, das war's mit deinem Brachio. Ich sehe ihn nicht mehr. Aua. Oh nein. Ich werd angegriffen. Ein Schleim. Oh nein. Ich bin schon wieder erwischt. Das ist halt irgendwie buggy mit dem Reiten. Oh Gott, ich sehe nichts. Alter. Oh Mann, wieso musst du jetzt von einem Schleim angegriffen werden? Ja, was soll ich da machen? Ja, der greift doch nicht ohne Grund an. Alter, der kam einfach von hinten. Der hat sich angesneakt. Ich hab den nicht angegriffen. Ja, dann hast du ihn angegriffen. Nein, hab ich nicht. Slimes sind aggro. Glaub mir. Ich bin jetzt wieder vom Server geflogen. Ich hab nichts gemacht, ich stand still. Jetzt kannst du mal probieren. Stop laughing. Ich hab keinen Bock mehr. 10 Jahre später, ey. Ich mach jetzt irgendwie. Es ist mir so scheißegal, wenn du lachst. Komm jetzt raus, du kannst in Game Mode gehen und fliegen. Kommt da nicht mehr raus.
dummer Blob. Geh dahin zurück, wo du herkommst. In die Hölle mit dir. Okay, komm, wir machen jetzt die Abmord. Ich hab keinen Bock mehr. Das schneidest du bitte mit rein. Mit dem dummen Blob? Ja. So. Meine Güte, diese Brachiosaurin machen mich wirklich fertig. Die sind so buggy. Also wir haben es jetzt endlich geschafft hier. Das Weibchen ist jetzt getrennt, spackt komplett ab. Ich bin mit den Nerven am Ende, Miri auch. Jetzt sind nur noch Männchen in dem Gehege und wir müssen uns die nächsten Folgen was überlegen. Wir haben jetzt einfach keine Lust mehr und das Ganze jetzt auch im Game-Mode gemacht, weil es war einfach echt anstrengend. Es hat jetzt super lange gedauert. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Ich weiß gar nicht, warum ich so blubber die ganze Zeit. Ich glaube, das kommt noch von den Blobs, ne? Blubbers? Siehst du das nicht? Nein. Okay, dann never mind. ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst ein Like da und schaut bei Miri vorbei. Da wird dann auch ein Video als für die Beobachtungsgalerie kommen, als Speedbild. Dann könnt ihr dann gucken, wie man die Beobachtungsgalerie baut. Und ich sag euch, es lohnt sich. Schaut vorbei, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und Miri hat wie immer das letzte Wort. Bis zum nächsten Mal.